Zu Wort ist nun niemand mehr gemeldet. Damit ist die Debatte geschlossen. Ist seitens der Berichterstattung ein Schlusswort gewünscht? Das ist nicht der Fall. Wir kommen zur Abstimmung, die ich über jeden Ausschussantrag getrennt vornehme. Abstimmung über Tagesordnungspunkt 8, Entwurf betreffend Gesellschaftsrechtsänderungsgesetz 2023, Samttitel und Eingang in 2320 der Beilagen. Suche jene Damen und Herren, die dem die Zustimmung geben, um ein entsprechendes Zeichen. Das ist mit Mehrheit so angenommen. Wir kommen sogleich zur dritten Lesung. Es ist namentliche Abstimmung verlangt worden. Da dieses Verlangen von 20 Abgeordneten gestellt wurde, ist die namentliche Abstimmung auch durchzuführen und daher gehe ich auch so vor. Die Stimmzettel, die zu benutzen sind, die befinden sich, wie Sie wissen, in Ihren Laden. Gemäß der Geschäftsordnung werden die Abgeordneten namentlich aufgerufen werden. Wer für den vorliegenden Gesetzentwurf ist, soll den Stimmzettel mit Ja, wer dagegen stimmen will, den Nein-Stimmzettel zur Urne werfen. Ich ersuche Sie, darauf zu achten, dass es sich nur um einen Stimmzettel auch handelt. Und danke, Frau Abgeordnete Michaela Steinacker, dass Sie mit der Verlesung beginnen. Der Herr Abgeordnete Hermann Gahr wird dann fortsetzen. Ich glaube, wir können beginnen. Amesbauer, Baumgartner, Bayer, Becher, Beck, Belakowitsch-Dagmar, Berlakowitsch-Nikolaus, Bernhard, Blimlinger, Bogner-Strauß, Böker, Brandstätter Helmut, Brandstötter Henrike, Brandweiner, Brückel, Bures, Bürstmeier, Deckenbacher, Deimek, Diesner Weiß. Namentliche Abstimmungen kommen äußerst selten vor. Jetzt erleben wir eine zu einem recht trockenen, um nicht zu sagen, Sperringthema, flexible Kapitalgesellschaft, weniger Stammkapital für GmbHs, lautet die Überschrift, die uns in der Parlamentskorrespondenz vorliegt. Fürlinger, Fürst, Gar, Gerstl, Gödel, Götze, Graf Martin. Konkret geht es darum, den Bedürfnissen von Startups und Firmengründern Rechnung zu tragen. Die Regierung schlägt mit dem Gesellschaftsrechtsänderungsgesetz die Schaffung einer neuen Rechtsform für Unternehmen vor, angelehnt an die flexible Kapitalgesellschaft, auch Flexi Company genannt. Das Gesetz wurde in rein weiblicher Form formuliert, was, Sie haben es gehört, in der Debatte für einige Kritik sorgte. Hoyer Strautmannsdorf, Jachs, Jeitler Cincelli, Keinz, Kanyak, Kassecker, Kaufmann, Keck, Kickel, Kirchbaumer. Mit dem Gesetz wird auch das Mindeststammkapital für GmbHs von 35.000 auf 10.000 Euro abgesenkt. Das trifft natürlich dann auch auf die neue flexible Kapitalgesellschaft FlexiCap zu. Kugler Gudrun, Küberger, Künzberg Sarre, Kunzel, Leiner. 183 Mandatare, wir sind ungefähr bei der Mitte. Lindner Maximilian, Lindinger, Lindner Mario, Litschauer, Loacker, Lobatka, Machetti, Margreiter, Matzenetter, Maurer, Meindl-Reisinger, Melchior, Minich, Muchitsch. Nessler, Neumann, Hartberger,
Nismaria Theresia, Nussbaum, Obernosterer, Oberrauner Petra, Ofenauer Friedrich, Ottenschläger, Oksonitsch, Turtscheler, Böttinger, Brammer, Prinz, Racker, Rauch, Walter, Rausch, Amon, Bettina, Reifenberger, Raimon, Reiter, Ribo, Ries, Christian, Rössler, Salzmann, Sachsinger, Schalmeiner, Scherzenberger, Schatz, Scherak, Scheucher, Bichler, Schmied, Michaela, Schmied, Lechner, Peter, Schmuckenschlager, Schnabel, Schnedlitz, Schrangel, Schroll, Schwarz, Jakob, Seemeier, Seidel, Schetti, Sieber, Norbert, Silvan, Singer, Johann, Smodic, Neumann, Smolle, Sobotka, Spalt, Stark, Stefan, Steger, Petra, Steinacker, Stocker, Stöger, Alois, Stögmüller, Strasser, Danda, Tanzler, Taschner, Tomaselli, Totter, Troch, Voglauer, Weber, Weidinger, Veratschnik, Werner, Wimmer, Petra, Wimmer, Rainer, Wöginger, Wurm, Yildirim, Zanger, Wolfgang, Zartis, Christoph, Zopf, Zorba. Von A bis Z. Jetzt ist die namentliche Abstimmung beendet. Die Stimmabgabe ist nun beendet. Und ich ersuche unter Aufsicht der Schriftführer, die Stimmenzählung auch vorzunehmen und werde die Sitzung zu diesem Zweck einige Minuten unterbrechen. Die Sitzung ist unterbrochen. Jetzt müssen die abgegebenen Stimmen ausgezählt werden. Ein paar Minuten wird das dauern. Der nächste Tagesordnungspunkt befasst sich mit der Beseitigung von Ungleichbehandlungen bei Elternschaft. Das wird durch eine Novelle des Allgemeinen Bürgerlichen Gesetzbuches bewerkstelligt. Die Koalitionsparteien werden einem Erkenntnis des Verfassungsgerichtshofs zum Thema Elternschaft Rechnung tragen. Künftig werden Kinder von Frauen, die in gleichgeschlechtlicher Ehe oder eingetragenen Partnerschaften leben, auch dann automatisch zwei Elternteile haben, wenn sie ohne In-vitro-Fertilisation gezeugt wurden. Das heißt, es wird eine Gleichstellung mit Kindern, die in einer heterosexuellen Ehe geboren werden, geben. Der Antrag und die begleitenden Änderungen im Personenstandsgesetz wurden im zuständigen Ausschuss von ÖVP, SPÖ, NEOS und Grünen unterstützt. Zweite Nationalratspräsidentin Bures wartet, so wie wir, auf die Auszählung. Auch wenn das jetzt etwas dauert, der heutige Sitzungstag ist der kürzeste in dieser Woche, ist auch der letzte Freitag. Es dürfte heute so am späten Nachmittag zu Ende sein. Wie gesagt, letzte Sitzung im Nationalrat vor der Weihnachtspause. Ein Tag, der immerhin mit einigen großen Beschlüssen aufwarten kann, nicht nur mit der Einsetzung der zwei geplanten Untersuchungsausschüsse,
Der Mietpreisdeckel wurde schon beschlossen, die Verlängerung des Strompreisdeckels, die Verschärfung des Verbotsgesetzes. Kucharowicz-Steinacker. Einen wichtigen Beschluss gibt es heute eben auch noch zur Bekämpfung von Hass im Netz. Da wurde vor einigen Jahren ein umfassendes Gesetzespaket beschlossen. Das wird nun gemäß einer EU-Verordnung für digitale Dienste novelliert. Lang müssen Sie nicht mehr warten, die Abgeordneten. Die Beisitzer gehen zurück in ihre Bänke. Und die Nationalratspräsidentin, zweite Nationalratspräsidentin, hat das Ergebnis. Meine sehr geehrten Damen und Herren Abgeordnete, ich nehme die unterbrochene Sitzung wieder auf und ich gebe das Abstimmungsergebnis bekannt. Abgegebene Stimmen 148, davon Ja-Stimmen 73, Nein-Stimmen 65 und somit ist auch in dritter Lesung der Gesetzentwurf angenommen. Und ja, die Namen der Abgeordneten und der Angabe ihres Abstimmungsergebnisses Verhältnisses wird auch im stenografischen Protokoll bekannt gegeben.